Das roch wirklich nach das, was man sonst so in die Toilette schiebt, weil unser Kanal vollgelaufen war und tatsächlich wieder in den Keller drückte. Es war jetzt noch nicht so schlimm, dass es da tief stand, aber es roch und sah nicht schön aus. Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Andi. Heute mit am Start ist Ingo. Ingo, Weihnachten feiert man normalerweise ja so gemütlich, ne? Zu Hause, Familienkreis, es riecht nach Lebkuchen oder nach Weihrauch, je nachdem, wo man feiert. Man hat, Räuchermännchen, wir haben ja, Kollegen. so wenn man an die Sachsen denkt, so mit den Räuchermenschen oder so, genau. Man hat irgendwie ein leckeres Essen, man hat alles schön dekoriert. Meistens ist man auch noch, ja, man hat nicht diesen Jogging-Hosen-Look, sondern man hat was Schickes an und macht sich dann vielleicht noch auf den Weg in den Weihnachtsgottesdienst oder so. Vor ein paar Jahren war das bei dir ein bisschen anders. Da war Weihnachten irgendwie scheiße. Erzähl mal. Ja, tatsächlich bei uns Weihnachten scheiße. Ja, wir haben ein Haus gekauft. Das war das erste Weihnachten da drin. Nach Weihnachten hatte ich das Gefühl, ich muss es wieder verkaufen. Weil wir hatten tatsächlich Heiligabend, roch es plötzlich komisch irgendwo und wir hatten Es unten roch im nicht nach Keller. Weihrauch, sondern Nee, es es roch roch was nicht nach anderem. Weihrauch, nicht nach Lebkuchen, sondern es roch wirklich nach das, was man sonst so in die Toilette schiebt, weil unser Kanal vollgelaufen war und tatsächlich wieder in den Keller drückte. Es war jetzt noch nicht so schlimm, dass es da tief stand, aber es roch und sah nicht schön aus. Also Und konntest ich die. war schon komplett im feinen Zieren. So, ne? Also im Anzug komplett Nee, nicht tatsächlich. wirklich Anzug, aber schon Hemd und so. Man macht sich irgendwie, also ich irgendwie schon auch mal schick für Weihnachtsgottesdienst. Denk, yeah. Und dann latsche ich runter, wollte irgendwas holen und sehe da, ach du meine Güte. Ja, und dann stand da das Zeug im Keller. Was war dein erster Gedanke? Scheiße. Also wortwörtlich quasi. Ja, tatsächlich. Also. Sauber. Ich glaube, Weihnachten haben alle alles andere im Kopf, als diesen Mist da wegzumachen. Vor allen Dingen die Gedanken, ne? Was kommt denn dann auch noch auf mich zu? Jetzt, es sind Feiertage, jetzt noch irgendeinen Rohrreiniger zu holen oder was weiß ich was. Ja, Ey, nicht möglich, war wirklich nicht möglich. kannst du ja Also knicken. so hatte niemand Zeit. Wir haben dann einen Bekannten angerufen und gesagt, ja, was machen wir überhaupt? Also wie kriege ich das jetzt wieder weg? Weil wir haben dann den Deckel aufgemacht also wir haben das zum Glück auf dem Grundstück, so ein Schacht und so. Der war aber voll. Der ist wirklich, er war voll gelaufen im Grunde, konnte nirgendwo was abfließen. So, ne? Und dann haben wir zwei erste Weihnachten haben wir diesen Schacht leer geschöpft mit Eimern und so weiter und Krass. ins Gebüsch gemacht und so. Eure Also Nachbarn haben damit sich überhaupt wieder was ging. Wir haben kein Wasser benutzt und so, Toilette im Gottesdienst schnell auf Toilette gegangen oder so, damit man dann so guckte. Und klar, musst du dann irgendwann mal, dann gehst du auf Toilette, aber wir haben nicht geduscht und so in der Zeit. Also es war echt bescheidene Weihnachten. abgefahren. Eure Nachbarn haben sich gefreut, dass die ganze Gülle dein Haus gekippt hat, oder? Nein, wir haben so ein Grundstück, wo es eine ganz geschickte Stelle gab. Und wir hatten so ein Kanaldeckel auch erreichbar, wo wir es dann haben, auch manchmal mit einem Schlauch dann irgendwie gleich abge. Also ich habe nicht angesaugt mit dem Mund. Ja, es war abgefahren. Also wirklich im Feinsten, so kurz vorm Gottesdienst. Das war wirklich so, oh Scheiße, Scheiße. Ich mache das mal schnell sauber, weil wir müssen eigentlich gleich los. Also wirklich so keine Stunde davor oder so. Also, es tut mir furchtbar leid, falls ihr jetzt gerade Lebkuchen essen seid oder so. Ja, Mahlzeit. Ja, aber ich musste wirklich in dem Moment so ein bisschen daran denken. Wir verbinden ja Weihnachten, wie gesagt, oft so, ne? Also, wir haben zu Hause einen Kamin und da steht ja auch immer so eine Schale mit Wasser drauf, so wegen Luftfeuchtigkeit und so. Und ich bin so ein, ich geb's zu, ich oute mich so ein bisschen so ein Typ, der dann auch an Weihnachten mal so ein bisschen Apfelzimtgeruch rein macht oder so. Ich mag das irgendwie. Das gehört für mich irgendwie an Weihnachten dazu. Also nicht so die Masse, dass man Kopfschmerzen davon kriegt, sondern schon dezent. Aber irgendwie verbindet man Weihnachten mit diesem Geruch, ne? Wenn ich aber mal mir die Weihnachtsgeschichte angucke, also der Jesus, ne, der hat nicht irgendwie, glaube ich, in einem Bettchen gelegen mit goldlockigem Haar auf so einem weißen Himmelbett mit Schöne Vorstellung. irgendwie Im Engelskostüm im wahrscheinlich noch. Engelskostüm daneben schwenkt Ja. einer Weihrauch oder zündet einen Räuchermenschen an oder es duftet nach frisch gebackenen Plätzchen, sondern der hat ja eigentlich in einem Stall gepennt. Und ich weiß nicht, ob ihr so Stallgeruch in der Nase habt.
Also wenn nicht, empfehle ich euch, geht mal Weihnachten in den Stall. Feiert mal eine Stallweihnacht. Das ist auch ein ziemlich cooles Erlebnis. Das riecht nicht nach Weihrauch und nicht nach Myrrhe und nicht nach Minze oder nach keine Ahnung. Das riecht halt nach Tier und manchmal auch nach Exkrementen von Tier. Und da muss ich irgendwie dran denken, als ich an eine Geschichte gedacht habe, boah, Jesus ist eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen in die Scheiße kommen, aber irgendwie schon. Also das war, also im Vergleich da, wo er hergekommen ist, was wir glauben, dass er quasi von Gott, vom Himmel runterkommt, auf diese Erde, also im Verhältnis gesehen vielleicht doch. Ja, ich würde sogar sagen, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das so ähnlich war. Also der Stall damals war ja schon auch erweiterter Wohnraum. Es war nicht unüblich, dass da vielleicht sogar auch mal jemand übernachtet oder so. Also sie haben ja schon genutzt, Dachterrasse und so genutzt, was ging dann, wenn irgendwie Besuch da war. Von daher, es war jetzt auch nicht so, dass Jesus in super armen Verhältnissen zur Welt gekommen ist. Also ne, schon so irgendwie bei uns vielleicht Garage oder so. Nicht typisch, aber geht mal so. Ne? Ja. Ja. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das vielleicht eins der intensivsten Weihnachten, die ich je erlebt habe. Nicht von der Anstrengung her, sondern auch, ich erinnere mich, wie ich wirklich eine Stunde vor dem Gottesdienst in diesem Keller stehe. Es glitzert überall so ein bisschen, weil Feuchtigkeit und Kellerlicht dann ja schon irgendwie auch reflektiert. Und ich gucke aus einer Perspektive auf diesen Gully und da spiegelt sich quasi die für mich Sonne. Also es war natürlich nur die Kellerlampe, aber da spiegelte sich Licht mitten in dem Mist. So, und da habe ich schon gedacht, dass genau das doch Weihnachten ist. Dass Jesus mit all dem, was er mitbringt, der Sonne, dem Schönen, dem ich bin für dich da, mit dem ich mag dich, egal wie du drauf bist, mit seiner ganzen Nähe mir so nahe kommt in dem Mist meines Lebens. Ob das jetzt faktischer Mist ist oder mal weniger Mist oder sonst irgendwas, aber egal wie es dir geht, Jesus kommt da genau mitten rein. Und da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie auch Weihnachten. Das ist total, also finde ich krass. Also das, ich stelle mir das sehr intensiv vor, auch wenn ich nicht mit dir tauschen wollte in dem Moment, ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber gleichzeitig denke ich, naja, vielleicht erlebe ich das ja doch, nur in einer anderen Art und Weise. Also ich denke so an Menschen, die Weihnachten auch nicht unbedingt im schönsten Zuhause verbringen. Ich denke an Menschen, die für diese Weihnachtszeit wirklich eher mit viel Mist und so zusammenhängt, weil sie Wünsche haben, die nicht in Erfüllung gehen können. Weil sie oder zerrüttete Familien, die nicht wieder zusammenfinden, Menschen, die, mit denen man gerne feiern würde, aber nicht da sind. Also es gibt so viel, was nicht schön ist, gerade an diesem Tag. Genau, und was dann, glaube ich, genau in dieser Zeit so ein bisschen hochkommt. Ne? Ja. Und ich meine, ich kenne dich ja auch ein bisschen. Ich weiß, dass das in eurer Familie auch Thema ist. Ihr habt mal ein Kind verloren. Dann, ich glaube, das sind ja auch so Momente, die dann an so Tagen auch hochkommen, dass man vielleicht gerne mit der ganzen Familie feiern würde. Und genau in diesen Situationen und in diesen Momente rein kommt dieser Jesus. Und ich vergleiche es auch wirklich mit den Hirten so ein bisschen. Ne? Also die da auf dem Feld sind, die auch, die waren außerhalb der Stadt, steht da, und die waren auch außerhalb vom System, weil es war jetzt auch nicht der Job. Kein lukrativer Job. Kein lukrativer Job und vor allen Dingen auch nicht der angesehenste Job. Also man war wirklich auch so, Hirten waren jetzt nicht so die, wo man sagte, naja, die lade ich unbedingt zu meiner Weihnachtsfeier ein. Und genau in deren Leben, in deren Situation kommt als erstes, ne, als allererstes mit Jesus und kommen die Engel quasi mit der Botschaft, hey, euch ist ein Retter geboren. Und diese Botschaft kommt genau in meinen Mist meines Lebens rein. Und das so zu erleben, vielleicht nicht unbedingt so ganz praktisch, wie du es erlebt hast, das passiert auch immer wieder. Dass Weihnachten für mich so ein Fest ist, wo ich finde, dann merke ich das nochmal intensiv, da kommt Jesus mir nah. Und das gilt zum Glück nicht nur an Weihnachten, sondern das gilt für jeden Moment meines Lebens, aber da ist nochmal so ein Punkt, wo ich mich ganz bewusst dran erinnern kann. Und diesen Schatz von Weihnachten, Jesus kommt zu mir in meinen Mist, wo ich ihn ganz arg spüren darf. Und wenn ich ehrlich bin, ist ja auch das, was ich Weihnachten brauche. Also ich brauche ja Weihnachten, also ich finde das alles schön, so, ne? Weihnachtsbaum, Geschenke, wir machen immer so schön mit einem Würfel und dann packt irgendwer aus und so ein leckeres Essen und so, das ist alles super schön, Gottesdienst und so, gehört für mich alles wirklich dazu, aber was ich eigentlich für mein Leben brauche, ist Jesus mitten in meinem Leben, egal wie es da gerade aussieht. Ja,
Und das ist cool, dass er auch in die Gülle unseres Lebens steigt. Und yes, absolut. Er ist sich nicht zu schade dafür. Nee, er hätte bequem was von außen. Ja, ich kann mir absolut vorstellen, wie er. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wie er nicht nur von außen steht und zuckt, sondern wie er auch den Schrubber mit in die Hand genommen hat. Ja, absolut. Das würde ich auch sagen. Und daneben steht. Packt er damit an, sucht den nächsten Schrubber und schiebt da und holt eimerweise das Zeug mit raus. Ja, absolut. Ich glaube, dass er uns da enorm helfen und stärken kann und will. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Jesus am Ende auf die Welt gekommen ist, um uns zu zeigen, wie Gott ist, wie Gott für uns einsteht, mit uns unterwegs sein will, wie er uns nah sein möchte, Beziehung zu uns leben und bauen möchte. Und das geht nur, wenn wir ihn auch reinlassen und akzeptieren, egal wie es bei uns aussieht. Und das ist irgendwie cool. Ja, egal wie es aussieht, wir brauchen da keine Hemmung zu haben. Hier sieht es irgendwie nicht ordentlich aus, Jesus kommt trotzdem gern rein. So, ne? Hier liegt überall Mist. Ja, ist egal, er kommt trotzdem gerne in dein Leben rein. Er will Anteil haben. Genau dafür ist er auf die Welt gekommen. Und das ist irgendwie cool. Also heißt Weihnachten, neuer Leben für uns vielleicht in diesem Jahr, das nochmal ganz neu auch für uns selber zu realisieren. Das genau in den Momenten, wo es nicht glänzt und nicht glitzert und wo es nicht nach Weihrauch, nach Myrrhe, nach Minze, nach keine Ahnung was riecht, wo vielleicht der Truthahn verbrennt oder was weiß ich was, was ihr an Weihnachten so habt und wo vielleicht wirklich auch, ja, auch wirklich, ich nenne es mal so ganz krass Scheiße im Leben da ist, dass Jesus sich nicht so fein ist. Er ist nicht der, der um weißen, gefederten Bettchen auf diese Welt gekommen ist mit Engelflügelchen an und betüttelt worden ist, sondern er ist der, der in das Normale gekommen ist, in das, was unser Leben ausmacht, als ganzer Mensch, und deshalb weiß er, wie das ist. Und deshalb, glaube ich, kann er genau auch in diesen Momenten mit dabei sein. Genauso wie er auch mit unterm glitzernden Tannenbaum sitzt, ist er in den Momenten dabei, wo ich vielleicht da sitze und mir jetzt schon es graut vor diesem Heiligabend, wo ich wieder alleine irgendwo sitze. Weil ja, ich einsam bin, weil niemand da ist, oder wo ich Angst habe vor Zoff oder vor mir selber. Jesus ist da und er kommt an Weihnachten in dein Leben, und ich wünsche dir, wir wünschen dir, entdeck das ganz neu für dich. Weihnachten, neue Leben heißt neu erleben, dass Jesus mitten in dein Leben kommt und nicht irgendwo draußen stehen bleibt, sondern sich um das kümmert und, wie bei Ingo, auch mal mit den Schrubber in die Hand nimmt und mal anfängt, die Bude wieder in Ordnung zu bringen. Vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte von Weihnachten. Sehr gerne. Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Andi.